Guten Morgen. Guten Morgen. Erste Nacht in Dänemark ist rum. Wir haben sehr gut geschlafen. Es war eine sehr ruhige Nacht. Ja. Also, ja, Wind zumindest. Aber war eigentlich noch Wind. Ja, es war Wind, aber wir haben es nicht gemerkt. Ja, der Hafen ist echt gut geschützt. Genau, Wetter ist super. Wir haben gerade gefrühstückt, uns ein bisschen fertig gemacht. Und dann geht es gleich eigentlich auch schon wieder weiter. Nach Marstal. Genau. Müsste gehen. Ja. Mann, Mama. Kann ja sein, ne? Ja, kann sein. Ja, schade, dass wir keine dabei haben, nur so einen Rest noch, ne? Aber das ist doch noch ein bisschen was da drin. Ja, und was ist da drin? Ja, ich weiß, wo ich da ja drin habe. Ja, wir haben uns hoffentlich nicht so früh gefreut, die ganzen Tage. Wir hatten jetzt mal wieder den Motorfehler oder die Anzeige, dass er zu warm geworden ist. Ja, aber als wir das erste Mal hatten, gab es ja Grund. Also. Genau, und wir haben ja auch ein extra Thermometer am Motor. Das war bei 29 Grad, also kann der eigentlich nicht zu warm geworden sein. Erstmal sieht alles gut aus. Vorsicht, ne, das zischt. Ja, deswegen. Alles gut? Ja. Hat er dann gut was geschluckt, oder? Ein bisschen vielleicht. Wir haben trotzdem nochmal Kühlflüssigkeit geguckt, nochmal einen kleinen Schubs reingefüllt mit frischer. Und dann gucken wir mal, ob das einfach nur ein Fühlerfehler war. Jetzt gucken wir im Master mal, also zum da in den Hafenmotoren ist das, denke ich mal, alles kein Problem. Wir konnten ja auch hier easy rausmotoren und ja ein bisschen fahren. Machen wir da niedrige Geschwindigkeit. Wir haben so gut wie keinen Wind. Wir segeln jetzt rüber mit 2 Knoten. Und dann fahren wir da nachher ganz entspannt niedrige Leistung mit dem Motor und machen mir da eigentlich keine großen Gedanken. Ich denke mal, der Fehler kommt gar nicht nochmal wieder. Nein, richtig ganz warm ist der Motor gar nicht. Also vielleicht ist es nur der Fühler. Also wir haben ja einen Thermometer im Motorraum. Da sind nur 29 Grad. Also wenn wir damit ordentlich Motoren haben, wird er über 60. Hm. Wasser kam raus, hab ein bisschen was nachgekippt jetzt. Kam dann hinten Wasser raus? Ja. Welche Geschwindigkeit segeln wir? 2, 2, 1. Okay. Sind wir gut auf Kurs? Ja. Ja, eigentlich schon. Da lag es ja auch daran, dass der Motor ist nicht überhitzt, sondern wenn da halt Luft drin ist, wird die Luft ja wärmer als die Flüssigkeit. Drin. Ja, und der Fühler denkt ja immer, es ist Flüssigkeit. Und wenn dann Luft dazwischen kommt und jemand mal irgendwie doppelt so warm ist, sagt er, Bruder, was ist hier los? Die Flüssigkeit ist so heiß. Aber vielleicht haben wir Luft dran. Wir haben jetzt was nachgekippt. Wie macht man das dann, wenn man Luft dran hat? Ja, eigentlich reguliert sich das System selbst. Drückt es ja immer wieder durch. Das heißt, Luft kommt irgendwann wieder dahin, wo dieses Becken ist, wo wir gerade Flüssigkeit reingekippt haben. Ja.
vielleicht war das jetzt, weil wir gestern so Wellengang hatten und so, alles ein bisschen durcheinander. Das kann halt sein. Wir haben halt komplett einen Ententeich, deswegen werde ich da gleich schon mal reingucken. Weil wir haben halt auch null Wind und es wäre schon gut, zumindest einmal in den Wasserfilter reinzugucken, ob da alles gut ist, bevor wir uns halt ins enge Fahrwasser begehen, weil hier ist halt, es ist nichts los, es ist kompletter Ententeich und deswegen, das checke ich gleich einmal. So, wir arbeiten jetzt. Gucken einmal in den Wasserfilter, da ist ein bisschen Seegras drin. Das machen wir einmal sauber und dann starten wir einmal und gucken, ob hier Wasser durch den Filter läuft oder nicht, weil das kann man von hier sehr gut sehen. So, um jetzt nicht alles zu fluten, ist der Trick, man lässt das Seewasserventil auf. Dichtungsring mitnehmen. Ein bisschen Seegas ist drin, aber so viel nun auch wieder nicht. So. So, ich mache das Ventil auf. Sieht gerade alles gut aus, also Wasser kommt hinten auch raus. Ja, so, wir fahren jetzt mal ein bisschen. Wir fahren jetzt mal hier mit 1000 Umdrehungen. Und achten mal ein bisschen drauf, ob er jetzt den Fehler nochmal schmeißt. Hört sich komisch an, wenn das anders ist. Ja, hört sich ganz anders an, ja. Also der Motor läuft jetzt seit einer Viertelstunde circa, Viertelstunde 20 Minuten. Bin jetzt auf 1300 Umdrehungen hoch. Laufen super, spuckt gut Wasser, sieht alles gut aus. 30 Grad Temperatur. Genau, also wir können uns nicht vorstellen, dass da irgendwas Richtiges ist, sondern dass vielleicht einfach nur ein Fühlerfehler war. Ja, das wäre ja gut. Lassen die Segel jetzt noch ein bisschen dran, einfach nur, dass sie zur Not nicht manövrierunfähig sind, falls es doch was ist. Aber eigentlich haben wir gerade so gut wie gar keinen Wind. Also wir sind ja die Einzigen, die Segel draußen haben, oder? Ja, da hinten segelt einer ein bisschen. Naja. Ja, der Motor hört aber auf. Ja. Wir fanden Wagenpark auf jeden Fall total süß. Also es ist auf jeden Fall, finden wir, ein schöner Hafen, um da von Fehmarn dann erstmal anzulegen. Und es war auch tatsächlich jetzt einiges frei. Also es waren viele freie Boxen. Es sind auch viele erst abends angekommen, die auch alle noch einen Platz bekommen haben. Das war gar kein Problem. Wir hoffen jetzt beim Master auf das Gleiche. Da kommen wir jetzt ja einen Tick später an, aber die neben uns, die wollten sogar erst nachmittags los. Also ja, ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen.
So, wir sollten gegen 1 ankommen. Gegen 1? Ja. Ja, schauen wir mal, was noch so kommt. Ich erzähle euch mal unseren Plan. Unser Plan ist es jetzt eigentlich, die nächsten 2 Tage in Marstal zu bleiben, weil es soll, glaube ich, morgen relativ stürmisch werden. Und morgen ist Mittwoch, ich glaube, das ist Mittsommer hier. Und dann bleiben wir in Marstal und wollen dann von Marstal aus mit dem kostenlosen Bus, den Tipp hatten wir von euch erhalten, die Insel ein bisschen erkunden, nach Eru auch, Eruskübing, genau. Und da wollen wir uns jetzt erstmal ein bisschen aufhalten, weil es ist ja auch schön, mal anzukommen und einfach mal ein bisschen, ja, wohnlich zu werden und nicht jeden Tag wieder weiter. Genau, Bangkok hat aber genau gereicht, wir sind früh angekommen, wir hatten den kompletten Tag, den Morgen heute, haben da alles erkundet. Und wie gesagt, es war wirklich schön, aber reicht auch für einen Tag und dann geht es erstmal weiter. Es geht los, Ansteuerung Marstal. Wir fahren jetzt hier ins Fahrwasser. Soll relativ eng sein, obwohl das geht eigentlich gerade, aber ich glaube, man soll sich lieber sehr eng dran halten. Das machen wir ja sowieso immer. Sicher ist sicher. Ja, Motor lief jetzt durch seit dem Test. Nicht viele Umdrehungen, ich glaube 1300, 1400. Aber kein Murren, kein Zicken, gar nichts. Ja, Wasser kommt gut raus, Kühlung läuft, also. Wir gehen mal davon aus, dass das einfach ein kleiner Fehler war und alles wieder gut ist. Ja, also so rein wäre natürlich supi. Als Brotsteg. Ja. Hab ich gesehen. Genau. Da ist so viel frei. Sehr gut. Ich würde sagen, wir fahren mal Steg 9 rein. Gucken mal. Vielleicht hinter dem mit der Schweizer Flagge. Ja, die werden ja kleiner. Also in der Tiefe haben wir eigentlich überhaupt gar kein Problem. Und wenn das eh alles für Gäste ist, dann ist ja jeder frei. Also hier ist ja nichts mit grün. Ja, dann fahren wir. Ja, mach erstmal. Wir gucken mal, wir fahren zum. Das sollte ja passen. Zahlen stehen nicht dran, ne? Passt schon von der Seite. Passt von der Größe auch gut. Ja. Hier ist ja super viel frei. Hätte ich gar nicht so mit gerechnet. Nein, ich schon. Müssen
Straßen über Kreuz oder nicht? Nee, ne? Jetzt erstmal nicht. Ist ja doof, dass die so weit runtergerutscht ist. Ja, das siehst du bei ihm auch. Da sind da keine Halter dran. Genau ins Wasser. Angekommen. Wild. Hier ist jetzt erstmal ein bisschen Urlaub. Erkundung Maastal. Wir sind an Stück 9. Jetzt super viel frei. Also wollen wir euch eigentlich gar nicht erzählen, sonst kommt ihr auch alle im Juni. Aber bisher sehr, sehr schön. Ja, wir laufen erstmal ein bisschen rum. Erkunden alles ein bisschen. Da ist der Automat fürs Hafengeld. Ach, das ist ja hier immer praktisch, ne? Einfach so ein Automat, bezahlt so, fertig. Wi-Fi-Code, angenehm. Und wir werden ja hier ein bisschen Zeit verbringen. Wir wollen auf jeden Fall zu diesen süßen Häusern darüber. Also sehr, sehr viel vor. Ah, cool. Wir haben gerade die Mera 2 gefunden, Leute. Wahnsinn, oder? Diese alten Schiffe. Meine Güte. Richtig beeindruckend, richtig geil. Und es wird ja scheinbar dran gearbeitet. Es wird gespeist, Freunde. So, Sightseeing haben wir beendet fürs Erste. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Stärkung. Sieht hier super lecker aus. Das sieht sehr lecker aus. Wir werden es für euch testen und dann mal ein kleines Fazit geben. Wir haben es geschafft, Leute. Ja, es geht zu Ende mit uns. Also Essen war super lecker. Emmy muss jetzt gleich erstmal duschen. Wir wollten eigentlich erstmal eine Pause machen, aber gut. Hast du noch ein Tuch? Nee, ja, vielleicht. Nee, tatsächlich nicht. Ja, wir gehen jetzt erstmal zurück zum Boot. Eigentlich wollen wir heute Abend noch baden. Mal gucken.